So, moin Leute, willkommen zu einem Video hier zu Gleich. Ja Leute, ich bin wieder zurück für euch. Und heute werden wir uns wieder ein wunderschönes Replay anschauen, wir werden über die Lane Phase gehen, ein bisschen übers Midgame und ich habe heute auch ein spezielles Review, weil ihr könnt in diesem Game sehen, wie ich mit meinem Jungler kommuniziere. Ich habe mit meinem aktuellen Jungler geduo-queued, mit dem Albi heißt der. Ich spiele jetzt bei Giants in der spanischen Liga. Und dann könnt ihr so ein bisschen sehen, wie ich halt mit meinem Jungler communicate und wie ich halt Gang-Setup etc. Und ich denke, das sollte relativ interessant für euch sein, Leute. Schaut vorbei beim Discord, Leute. Ich habe heute die ganzen Tierlists gepostet für jede Rolle. Approved von Pro-Playern in meinem Team. Ich bin mit jedem meiner Teammates über die Tierlists gegangen. Für alle Elos auf dem aktuellen Patch. Und ja, ihr könnt die gerne im Discord anschauen. Also kommt vorbei. Und ich würde sagen, let's go. So, Leute. Ich spiele hier Zac gegen Cannon. Melee gegen Ranged Matchup. Ich denke, vielen von euch ist klar, dass wer den Push hier bekommt, ist natürlich super wichtig, weil wenn Ken den Push bekommt, kann er mich unter dem Tower poken, wenn ich für CS gehe, etc. Aber wenn ich irgendwie den Push forcen kann, dann, also ein Ken hat halt nicht wirklich viel Wave Clear, das heißt, dann hat er nicht so viel Zeit, um mich zu poken. Das heißt, wenn ich die Möglichkeit habe, auf die Wave zu laufen und den Push zu generieren, das haben wir auch im letzten Stream gesehen, als Gangplank gegen Ryze. Also wenn man als Melee den Push bekommen kann, dann sollte man sich den holen. Und in diesem Fall werde ich das auch direkt machen. Ich spiele hier übrigens Grasp, man kann auch Conqueror gehen auf Zac Toplane, aber ihr seht's, ich attackiere die Minions, also viel, aber nicht zu viel, weil ich möchte nicht irgendwie die zweite Wave crashen, sondern ich möchte mindestens die dritte Wave crashen und am besten natürlich die vierte Wave. So, ich hole mir ganz normal die Last Hits, mein Lee Sin startet top. Leute, nur weil ihr Zac seid oder ein Tank, heißt das nicht, dass ihr pullen solltet. Wenn ihr ein Tank versus Tank Matchup spielt, dann könnt ihr überlegen zu pullen oder generell nicht so ein volatiles Matchup. Aber hier in diesem Matchup ist es ultra gut, wenn ich in der Lane bin und Level 1 zu Push kriege. Das heißt, wenn der Cannon trollt und pullt, dann kann ich in der Lane sein und mir so ein Lead arbeiten, wenn ich die dritte Wave crash für einen Reset Shower. So, Cannon wird natürlich hin und wieder für diese Autotacks gehen und da kann ich nicht wirklich viel machen. Ich muss halt schauen, dass ich keine unnötigen Autotacks tanke. Aber zum Beispiel, ich gehe für den Minion. Das heißt, es ist fein. Ich habe meine W ein bisschen schlecht genutzt. Der Autotack war nicht so gut, dass ich den getankt habe. Aber ich möchte halt den Push contesten, Das seht ihr gerade. Deswegen tanke ich auch gerade eben diese Autotacks. So, ich habe eine Level 2 Advantage. Gehe für den All-In. Der kennt es noch nicht Level 2. In so einem Play, Leute, ist es relativ wichtig, dass ihr überlegt, ob der Gegner Toplaner auch Level 2 wird. Weil sagen wir, hier ist ein Low Minion und er wird jetzt Level 2, dann kriegt zwar diesen Trade, aber dann kommt, also der Ken versucht halt hier Level 2 zu bekommen. Wenn er hier Level 2 bekommt, kann er weggehen und mich jetzt runter auto-attacken und dann W drücken, mich vielleicht stunnen und den Trade sogar gewinnen. Also da müsst ihr auf alle Fälle aufpassen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich aktiv drauf geschaut habe, dass ihr hier nicht Level 2 hättet, aber generell war das, denke ich, ziemlich gut da für den Trade zu gucken, wenn man früher Level 2 wird und früher eben die zweite Fähigkeit hat. So, ich denke, jetzt wird nicht wirklich viel Besonderes passieren. Ich muss jetzt nur darauf achten, dass ich nicht zu viel HP verliere. Und ich möchte jetzt diese Wave, die hier ist, in den Turm crashen. Mal schauen, ob ich es schaffe. Wenn ich denke, dass ich es nicht schaffe, dann werde ich einfach die vierte Wave crashen. Und wenn ihr hier in der Position seid, dass ihr einfach nicht mehr contesten könnt, dann müsst ihr den Cannon leider zu euch slow pushen lassen. Aber dann ist das schon ein ziemlich großer Fehler. Weil dann hat Cannon den ersten Reset. Das heißt, dann hätte ich weniger Trades nehmen sollen oder weniger Auto-Attacks von Cannon. Und hätte mich eher auf die Wave konzentrieren sollen und es einfach ein bisschen besser spielen sollen. So, mal schauen, ob ich diesen Wave-Crash jetzt reinkriege, Ich denke, ich bin ziemlich committed jetzt schon. Aber ich habe einfach das Gefühl, wie als ob ich das hier in der Wave nicht schaffen werde. Aber ja, Ken läuft vor. Das Gute in diesem Play ist, Leute, ich hitte die ganze Wave und den Ken gleichzeitig. Das heißt, ich kriege hier auch einen schönen Push, Und mein Plan ist hier ganz klar, ich crash jetzt diese vierte Wave. Ich habe noch einen Pot von meinem Doran Shield. Mal schauen, ob ich schaffe. Ich krieg die Wave nicht ganz rein, Das ist ein bisschen komisch, Vielleicht hätte ich es irgendwie schaffen können, wenn ich hart committe, aber ich muss halt auch auf den Cannon aufpassen. Ich darf halt nicht sterben. Und ihr seht gerade, Leute, wir haben jetzt hier die dritte Minute, 3:15. Theoretisch könnte ich jetzt hier auch gegankt werden. Aber wir sehen halt Sinn Botlane, deswegen bin ich hier in einer sicheren Position. Sonst hätte ich wahrscheinlich nach einem Fenster gesucht, um zu warden. Also hier muss ich einfach nur die Wave in eine Position bringen, dass sie zu mir slow pusht. Also ihr müsst nicht unbedingt die Wave crashen. Sobald ihr seht, dass die Wave zu euch slow pusht, könnt ihr auch schon resetten. Weil wenn ich jetzt hier für diesen Push committen würde, kann es gut sein, dass ich sterben werde an dem Cannon. Oder er mich einfach weiter runter paukt. Also ihr seht es, die Wave wird es zu mir slow pushen, ich kann mir jetzt hier einen Recall holen, das ist alles wunderbar.
So, ich gehe jetzt hier Base, hole mir den MR. Übrigens, ich habe hier einen, also was ich gegen Ken immer gerne mache, ist Level 1 den Push forcen und Armor in den Runen mitnehmen. Weil wenn ihr dann die dritte Wave crasht oder eben das so spielt wie ich, einfach pusht und wartet, bis der Ken den Slow-Push hat und dann resettet, dann habt ihr, also dann ist es leichter, das zu machen, weil Ken in den ersten paar Levels macht Ken mehr AD-Damage, ne, mit seinen Auto-Attacks. Und sobald er ein paar mehr Levels hat, braucht man halt MR, vor allem wenn er Level 6 ist. Deswegen gehe ich Armor in den Runen. Ja, ich habe Attack Speed Adaptive Force Armor. Theoretisch könnte ich auch Attack Speed MR Armor gehen. Aber das mache ich immer gerne, dass ich bei dem Cheater Recorder mir einfach einen Null Magic Mantel hole und dann eben auf die Lane laufe. So, die Top Wave Slow Push steht zu uns. Ne? Mal schauen, ob wir den Ken hier contesten können. Es sieht relativ schwer aus. Theoretisch müsste ich jetzt hier reinspringen, aber Sinn könnte halt jetzt auch Topside sein. Deswegen spielt es einfach passiv, versucht die Wave ein bisschen zu verkleinern, geht nicht auf Krampf irgendwie für den Freeze, sondern hol mir einfach ganz gechillt die Last Hits. Und hier, Leute, ist es sehr wichtig. Ihr seht, ich miss hier ein paar CS, ne? Gott sei Dank habe ich den Cam bekommen. Aber Leute, die CS sind eine Nebensache. Das Wichtigste ist, dass wir diese Waves schnell genug clearen, dass die nächste Wave nicht in den Tower läuft. Weil dann kann ich hier einen größeren Slowpush bilden. Ihr seht ja, ne? Ich habe die Wave ganz schnell geclearet und jetzt steht die Wave halt genau hier. Und kennt ihr diese Situation, wo er jetzt hier so steht und auf einmal läuft der Mini-Minion hier zu den Range-Minions und dann auf einmal ist der Mini-Minion Range in Tower-Range und dann nimmt er die Auto-Attacks, dann sterben die Gegner-Minions früher, das heißt, man kann nicht so einen großen Slow-Push bilden. Also ganz wichtig, dass ihr die schnell genug cleart, dass die Wave halt weit genug vom Tower weg ist, dass wenn der Mini-Minion diesen Troll-Move macht, keine Ahnung, warum die das überhaupt machen, dass die nicht in Tower-Range kommen, dass die Wave nicht schneller zum Gegner pusht. Genau, das ist jetzt der Plan, Leute. Ich will jetzt hier einen Slowpush, ne? Ich sehe jetzt, dass der Sinn in Midlane gankt. Ich lastete weiterhin die Minions. So, jetzt ist mein Plan. Ich möchte die nächste Wave, die aus der Base kommt, in den Turm crashen und dann in den River moven. Das ist auch eine Ken-Wave, also wird der Ken sehr lange brauchen, um diese Wave zu klären. Ja, schauen wir mal, was wir machen. Ich denke, das ist alles relativ klar. Ich hardcommit für die Wave, gehe in den River und hole mir nochmal ein Reset. Man könnte jetzt hier theoretisch weiter in den Jungle laufen. Mal schauen, warum ich das nicht gemacht habe hier. Also Sinn ist tot. Theoretisch hätte ich jetzt in den Jungle laufen können, einen Ward platzieren können. Aber dann würde ich halt Zeit verlieren. Ne? Es kommt halt drauf an, ob sich das lohnt. Also in diesem Fall nutze ich halt mein Tempo, dass ich hier nicht zum Warden nutze, halt für die Midlane. Weil ihr seht ja, ich move hier durch die Midlane, weil der Ken hatte jetzt einen Slowpush, also habe ich ein Fenster. Ihr müsst jetzt hier in dieser Situation nicht unbedingt Toplane laufen, ne? Vor allem, wenn ihr sowas wie Zac spielt. Ihr könnt sehr, sehr gut um die Midlane spielen und die Midlane ganken hier in diesem Fenster. Aber, ne, in Midlane passiert nichts. Also gehen wir Toplane. Und ich sehe jetzt, also ich warte jetzt, bis ich Informationen von Ken habe. Jetzt sehe ich den Ken und jetzt nutze ich erst meine ganzen Spells auf die Wave, um die Wave zu clearen. Wenn Ken hier die Wave in den Turm gepeschert hätte, hätte ich ein bisschen passiver spielen müssen. Aber ja, wir haben hier einen guten Ward im River platziert, um die Ken-Rotation zu sehen. Das ist ziemlich nice. Und wir wissen halt, dass der Ken Midlane ist. Ne? Deswegen, ganz normal, wir hardpushen die Wave hier. Ne? Ken hat einen Kill bekommen in der Mitte. So, ich habe die Wave jetzt in den Tower gecrashed. Und der Ken ist Mitte geblieben, um die Wave zu pushen. Und TP't jetzt hier Toplane, Leute. Und was ganz wichtig hier ist, der Ken hat geflasht und geultet. Das pinkt mein Silas hier auch. Das ist natürlich super, dass mein Midlaner hier mir die Informationen gibt. Vielleicht hätte ich so meine Kamera in die Mitte packen sollen, um zu sehen, was da abgeht. Um halt die Informationen selber zu holen. Aber ihr seht auch, mein Dokumate, mein Sin, bricht das TP jetzt ab. Und jetzt hatte Ken natürlich ein großes Problem. Das ist natürlich jetzt ein großer Fehler, den Ken gemacht hat. Aber ihr müsst halt gut genug sein, um diesen Fehler jetzt zu punishen. Ne? Also, Ken wird jetzt hier Toplane laufen. Ich hole mir die Platte, clear Wave, hole mir einen, wollte mir einen Reset holen. Aber ich bin voll AP und Ken hat kein TP. Das bedeutet, Leute, jeder Trade, den ich nehme, ist gut für mich. Weil, wenn ich trade, kann ich irgendwann basen und TPen und dann ist der Ken am Arsch. Ja, das ist jetzt hier auch an meinem Kopf. Ich warte, also, ich werde ihn nicht recallen. Ich sollte das wahrscheinlich anders spielen, wenn wir uns die Zac Mechanics mal ein bisschen anschauen. Ich sollte hier den, also ihr seht an meiner Maus, ich sollte den Minion queuen und dann den Cannon out-attacken. Dann habe ich for sure jetzt hier einen Stun und dann kann ich den Ken sogar ulten, ne, um ihn runter zu poken. Ken hat kein TP, also ist das Investment von der Ulti ja keine schlechte Idee, auch wenn ich ihn nicht killen werde. Wahrscheinlich können wir ihn dann später killen, aber ja.
wir kriegen hier trotzdem die Q rein und ich entscheide mich dafür nicht zu, also ihn nicht zu ulten und die Ulti für den Kill zu saven, ne? Und jetzt haben wir einen guten Trade reinbekommen, gehen nochmal für diesen Trade hier, wunderbar, ne? Jeder Trade ist gut für mich, Hauptsache jetzt nicht sterben. Und jetzt laufen wir in den Busch und resetten wir. Und Leute, ne? Ken hat Toplane Speed, deswegen nutze ich hier wunderbar meine TP-Advantage aus, ne? Ganz wichtig, Leute. Wenn ihr das drauf habt, Leute, wenn ihr im Kopf habt, wann der Gegner TP'd hat und ihn so ausnutzt und euer TP halt effizient saved, dann könnt ihr jedes Game einen großen Lane-Lead aufbauen, selbst als Tank. Seht ihr, ich spiele einen Tank, ne? Ken sollte mich eigentlich pressuren, obwohl das Matchup wahrscheinlich nicht so gut für ihn Ken ist, wenn ich so überlege. Aber ich bin trotzdem Tank und spiele halt für Lane. Ne, ich push nicht irgendwie random und spiele die Lane irgendwie random und dann schaue ich irgendwie random River für einen Fight oder irgendwas. So, ich spiele einfach ganz kontrolliert meine Lane runter, spiele für die TP-Advantage, krieg die TP-Advantage, trade mit ihm, base TP. Jetzt habe ich hier einen großen Vorteil, ne? Der Ken, also ganz wichtig, dass ich das TP time, damit ich weiß, wann der Ken wieder das TP hat. Und jetzt schauen wir uns mal an. Die Wave Slow pusht jetzt zu mir. Aber das ist, glaube ich, eigentlich relativ geil. Also, eigentlich, der Plan könnte jetzt sein, so, ich lasse die Wave zu mir Slow pushen und punish den Ken auf dem Slow Push. Aber wenn der Ken halt irgendwie in der Position ist, dass ich ihn irgendwie traden kann, dann gehe ich dafür. Weil jeder Damage auf dem Ken ist halt jetzt ultra insane, weil er hat kein TP, Leute, ne? Ich weiß nicht, ob der Trade so worth war, aber es war, denke ich, nicht so schlecht. Ich hätte es vielleicht langsamer spielen können, aber Leute, das Problem ist, wir haben jetzt die, also der Herald ist immer noch ab. Das heißt, der Druck auf Toplane ist sehr wichtig. Ich kann jetzt nicht einfach hier die Wave freezen auf Toplane und dem Ken den ersten Move in den River geben. Dann hat mein Jungler hier ein Problem, ne? Aber ja, Leute, das 2v2 sieht natürlich ultra gut für uns aus, ne? Ich habe die TP-Advantage genutzt, habe den Ken halt runtergepokt. Der Ken kann nicht wirklich viel machen. Ich gehe für den Jump. Ne, ich gehe jetzt für den, also den Outtake habe ich leider auf Sinn nicht getroffen. Aber ja, das 2v2 ist natürlich ultra easy für uns. Und wir holen uns jetzt hier den Sinn. Und der Ken ist auch. Der Ken ist so am Arsch, Leute. Der hat kein TP. Der wird irgendwann eine Wave verlieren und zwei Platten oder so mit meinem Demolish. Jetzt kommt sogar die Akali, ne? Leute, seht ihr, wie einen großen Vorteil ich aus diesem Matchup geholt habe? Nur weil Ken einen Fehler gemacht hat? Ne? Ich hab ja keinen Kill. Ich stand 0-0-0. So, der Ken steht 0-0-0. Aber der Ken ist einfach am Arsch. Wisst ihr? Ist einfach komplett am Arsch. Und jetzt gewinnen wir einfach ein 3 gegen 2. Weil ich einfach. Mit dem TP so unglaublich gut gespielt habe. So, wir killen die Akali. Mein Lee Sin ist am Smurfen. Albi, mein neuer Jungler. Sheesh! Kompletter Smurfer. Ja, und jetzt kriege ich hier Platten. Ken hat kein TP. Schauen wir mal. So, ich gehe jetzt noch die nächste Wave. Ich könnte jetzt hier stayen. Wenn ich genug Informationen auf der Map habe, könnte ich theoretisch jetzt hier stayen. Und noch eine Platte nehmen, aber dann wäre man halt ein Tempo halt schlecht. Da muss man halt überlegen, Leute. Und das Wichtigste, was ich auf der Map sehe, ist gerade, dass meine Lucian und Sona den Botlane-Turm genommen haben und jetzt swappen wollen. Und dann werden wir für den Herald wahrscheinlich spielen. Und die wollen halt den Toplane-Tower jetzt nehmen. Deswegen sollte ich hier wahrscheinlich einfach basen und Botlane moven, ne? Move straight Botlane. Fix diese Wave hier. Man könnte die, also theoretisch könnte man, warte, ich pack gleich meine Kamera, denke ich, auf Botlane. Ich könnte jetzt theoretisch mit meinem Lee Sin in die Mitte move und einfach Kaiser den Freeze lassen und hart ins Topside spielen. Das wäre eine gute Idee. Aber wenn ich schon die Möglichkeit habe, diesen Freeze zu brechen und die Kaiser weiter unter Druck zu setzen, ist es auch nicht schlecht, ne? Das Wichtigste hier ist nur, Leute, wenn die Botwave, also ich müsste jetzt auf die Botwave schauen, wenn diese Wave, also ich hätte schon früher drauf schauen sollen, wenn diese Wave zu uns slow pusht, dann muss ich hier Botlane nicht hinmoven, ne? Weil dann dann habe ich halt ein Fenster und irgendwann pusht die Wave halt hier hin und dann werde ich halt einfach von der Mitte hier auf die Botlane move, ne? Also, ihr müsst halt überlegen, ihr könnt hier auch gepunished werden, aber wir sind halt übelst ahead als Team. Aber, wie gesagt, wenn der Typ hier die Wave pusht, dann muss ich Botlane nicht move. Selbst wenn er die Wave pusht und die Wave hier, ich sehe ja meine Maus, also ist ein bisschen komisch gerade. Wenn die Wave hier vorne ist, können die Gegner nicht wirklich volllaufen, diese Wave zu crashen. Und ich muss auch Botlane nicht laufen, weil die Wave wahrscheinlich zu uns Slow pushen wird. Ja, also kann ich mein Fenster in die Mitte nehmen, hier rumchillen und einfach Druck in der Mitte ausbauen. Ja. Genau, ich force hier den Kaiserflash. Ist jetzt hier nicht wirklich was Besonderes. Ich schaue, dass die Wave in den Tower geht, damit die Wave resettet. Jetzt habe ich halt ein großes Fenster. Spiel ich um Mitte. Ne? Die Botwave muss ich legit einfach eine Minute lang nicht mehr beantworten, jetzt, weil die zu uns pusht. Also wir fighten jetzt hier in der Mitte, schauen wir uns das mal an. Ja, das ist halt die Stärke von Zac, Leute, schaut euch das mal an so.
Also das war halt übel schlecht eigentlich, die Q, ne? Wenn die Q hittet, ist sie wahrscheinlich instant tot. Aber sie springt natürlich rein, wir haben den Lee Sin und Ignite. Sehen die Akali in ihrem Shroud. Ja, und ich bin Zack und springe jetzt hier rein. Leider kriegt man Lee Sin hier Tower Aggro und ich sollte wahrscheinlich auch den Sin out-attacken mit meiner Q. Und dann kriegt Silas die Tower Aggro, also es war ziemlich unlucky, to be honest. Aber gut, Leute, das Game ist eigentlich ziemlich doomed. Jetzt geht's auf Sidelane, den Push holen und dann den River moven. Ja, da wäre ich fast weiter auf die Botwave gelaufen. Das wäre nicht so gut gewesen. Ja, in den River moven. Jetzt fahre ich mit meinem Lee Sin wieder im Jungle. Das ist alles wunderbar, ne? Das ist alles wunderbar. Ne, Bot, also aus der Base, Bot gelaufen. Die Wave gepusht, in den River gemoved, einen Fight geforst. Ne? Und hier seht ihr auch die Stärke von Zack. Voll starker Champ, Leute, mit Radiant Witch und mit diesem neuen Tank-Item. Das kann ich echt empfehlen. Dann holen wir uns noch den Sinn. Und dann, ja, dann ist das Game auch schon vorbei, Leute. Die gehen am FF und das war's. But bot this game, actually. Yeah, I think you should. Maybe I can look for top gank on the bounce. I guess can TP top? Okay. I will kick him. Yes, that's really good, really good. Should help mid, actually. The Ken is so fucked, he doesn't have TP. We can even dive him on this wave. He doesn't have TP. Yeah, I think I would look for that, yeah. Yeah, he's 10 HP top, by the way. If you can cash next wave, okay. We can play this 2v2, easy. Sensor is here. Yo, go on Sensor, go on Sensor. Does he flash? Does he flash? I go on Ken. I'm on the way. I ult. Ken no TP. We can just dive in. We can play this. I got it. Nice. This guy needs to leave. Nice. Can we dive mid? I think we can. Okay. Oh, this guy's insane. This guy, Noir. Holy shit, they're getting murdered. I can dive this guy. Dude, Zack is so fun, what the fuck? Alright, Leute, da habt ihr noch einen kleinen Insight gesehen von meiner Communication. Das war jetzt nicht so krass. Ich denke, wir hatten schon dieses Gefühl, dass wir das Game gewinnen. Vielleicht kann ich in Zukunft mehrere so Kommunikationsvideos raushauen oder so kleine Parts. Aber ich hoffe, ihr habt wieder einen Mehrwert aus diesem Video gezogen. Und dann würde mich freuen, wenn ihr das Video liken könntet. Und falls ihr neu seid, haut einen Sub rein. Schreibt einen Kommentar, wie es bisher für euch gelaufen ist in der Season. Und ob meine Tipps euch helfen. Gut, danke fürs dabei sein, Leute. Man sieht sich. Tschüssi.